Ja, Leute, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von The Cursed Forest. Letztes Mal wurden wir quasi in das Klo gerissen. Mehr oder weniger. Und wir wollen jetzt auch mal gucken, was hier in dieser Hütte abgeht. Ich habe auf jeden Fall schon mal... Oh, habt ihr das gesehen? War ich das? Nee. Okay, ich habe erstmal einen Mordschiss. Hier liegt wieder eine Notiz. Die werde ich dann erstmal vorlesen. 13. August 1967. Oh Gott, was haben wir getan? Was oder wen haben wir beschworen? Es ist nicht das, was wir erwartet haben. Meine liebevolle Frau wurde verrückt. Oh Mary, ich liebe dich. Vergib mir das alles. Ja. Das scheint sie zu sein, die gute Frau. Ja, da drin war ein Item, das habe ich schon gesehen. Ja, ich werde es einfach mal nehmen. Mal gucken, was passiert. Hier ist doch kein Item. Pick up Stone. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh nein, der Generator ist auch ausgefallen. Erstmal mal wieder zum Licht. Hilfe. Gut. Pick up Stone, ja. Wir werden einfach mal weiterlaufen. Hier noch. Oh, habt ihr das Blubbern wieder gehört? Blöde Scheißvieh. So, hier ist Licht. Da sollte man sich doch eigentlich sicher fühlen. Ich hab gedacht, da rollt wieder irgendein Stein runter oder sowas. Ich will ungern wieder ins Wasser, muss ich ehrlich sagen. Ich schaue mich erstmal da hinten nochmal um. Da hinten noch irgendwas ist, das scheint mir das weiterzugehen. Aber sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Boah, ich mache einen riesen Bogen um dieses Drecksklo, ne? Na gut. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist dieser Schatten vorhin lang gelaufen. Oder Mary, das scheint in der Mary zu sein. Oder... Ich weiß nicht, also... Eben im Text stand ja, dass Mary wahnsinnig geworden ist. Aber wahrscheinlich wegen der Tochter, weil die Tochter so geworden ist. Also ich schätze mal, dass es die Tochter ist. Aber ganz sicher bin ich mir da eigentlich nicht. Was haben wir beschworen? Es müsste ja eigentlich die Tochter sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Gut, dann wollen wir hier mal weitergehen. Oh, das sieht ja sehr einladend aus. Scheiße, 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 scheiße. Ach du Scheiße. Lauf, 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 lauf. Kann man sprinten? Nee. Oh Gott, ey. Da stand, wir dürfen nicht zurückgucken. Oh Mann, die Musik beruhigt auch ein bisschen die Nerven, muss ich sagen. Das hat sich so angehört, als wäre das Vieh weg. Ja, boah. Puh, das Spiel gönnt noch keine Pause. Will ich hier weiter reingehen? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendetwas? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich glaube, ich bin auch ganz glücklich darüber.
Oh, scheiße, ey. Ich kann auf jeden Fall ab jetzt nicht mehr nachts durch den Wald laufen. Nie wieder. Außer ich habe eine Knarre dabei. So, dann wollen wir hier hoch. Mal gucken. Oh Gott. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Boah. Ich hab gedacht, wir sind jetzt wieder tot, ey. Meine Fresse, ist das eine Psychobraut. Holla. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich finde, das sieht ein bisschen so aus wie bei Dark Souls im Wald. Also bei Dark Souls 1, wo man das erste Mal diesen magischen Wald oder wie auch immer der heißt, betritt. Oh, ich will mich gar nicht mehr umdrehen. Hm, wie kommt man denn da hin? Da auch nicht. Kann denn ja nur hier lang sein. Oder? Ja. Hier ist der Eingang. Oh, und wieder ein Feuer. Da hinten blinkt schon wieder ein Item. Oh, was donnert das denn hier so? Ja, wollen wir da mal hinlaufen? Und den Brustkorb nehmen. Und schnell wieder zum Licht laufen. Kann man natürlich nicht. Klasse. Also müssen wir hier runter. Oder wie? Oh, ich habe Angst vor der Alten. Ach, da hinten wären wir dann wieder beim Haus, oder? Oh, kommt hier gleich was runter? Da kommt man nicht runter. Ich habe Angst, dass von oben gleich irgendwie ein Stein wie eben runterfällt. Oh. Huh. Ich habe gerade FPS-Einbrüche. Jetzt scheinen die wieder weg zu sein. So. Unten angekommen. Wieder bei der Hütte. Somewhere a passage opened. Ja, es ist wieder etwas offen. Wenn wir uns zurückerinnern, weil da hinten waren noch so ein paar Abgabelungen. Wir haben ja direkt die richtige genommen. Scheinbar die richtige. Keine Ahnung, ob man den die anderen schon konnte. Aber ich Oh Mann, ey. Bezweifle es. Das war knapp. Okay. Was ist das da hinten? Seht ihr das? Leuchtet da nicht irgendwas? Da leuchtet was. Scheiße. Ich glaube, ich will da gar nicht hin. Aber wahrscheinlich muss man da hin. Are you hungry? Eat the apple. Leute, was soll ich machen? Soll ich den Apfel jetzt essen? Ach komm, was soll's. Ah.
Ja, das war irgendwie klar. Ach, jetzt sind wir wieder hier. So ein Rotz. Ah, ich wollte unbedingt wissen, was passiert, wenn man den isst. Autsch. So, das wissen wir ja schon, dass man schnell von diesem einen Vorsprung herunter muss. So, bloß zurück hier auf den Weg. Somewhere a passage opened. Okay. Dann wollen wir da mal wieder hin. Diesmal essen wir den Apfel nicht. Ja, dich kennen wir schon. Hau ab. So, hier müssen wir auch schnell drunter weg. Uop. Da hinten sehe ich doch schon wieder dieses rote Leuchten. Na. Ah. Ich schmeiß diesmal nur provokativ den Eimer um. Arschloch. So, mal gucken, ob wir hier lang können. Das sieht gut aus, oder wie? Nein, gibt's natürlich nicht. Okay, wo können wir denn jetzt noch lang? War da hinten noch eine Abgabelung? Ah ja, da. Guck mal. Ich bin ganz sicher nicht hungrig. Den Apfel lasse ich schön da liegen. Wir wissen ja jetzt ja, was passiert. Ein Auto. Oh Gott. Oh Mann. Wo war das? Oh, diese Frau macht mich wahnsinnig. Überall hört man so knackende Äste. Oh, jetzt geht das hier aber richtig tief in den Wald rein. Also richtig tief. Oh Gott. Oh, das ist hier Sumpfgebiet, richtig. Ach du Scheiße. Was ist das für ein rotes Licht? Okay, scheinbar kein nettes rotes Licht. Oh Mann. Aber man kann hier richtig häufig sterben in dem Spiel. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wäre so ein Standard-Horror-Indie-Titel, wo man nicht sterben kann. Oder zumindest sehr wenig. Hört ihr das? Boah. Boah. Ja, bevor ich da wieder in den Sumpf laufe. Ach, vorbei. Komm. Was soll's. Dann hat die Folge halt ein bisschen Überlänge. Ich versuch's nochmal. Wenn ich's nicht schaffe, dann schaffe ich's nicht. Da hinten sieht man wieder dieses rote Mistlicht. Hier ist das Item. Da wollen wir schnell hin. Oh, es kommt wieder. Schnell! Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Mann, verdammt. Das ist gar nicht so leicht. So Leute, jetzt aber. Also, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und boah. Viel Spaß. Oder
Danke fürs Einschalten, besser gesagt. Wir sehen uns.